So, ja, da bin ich wieder. Ich muss mal ausnahmsweise einen kurzen Test machen. Hier pegel ich wunderbar, das sieht gut aus, weil ich habe was geändert und deswegen muss ich mal kurz. Ja, es Namen, Dandy. Ich hab deinen Chatbeitrag jetzt gerade eben nicht in OBS gesehen, sondern im Stream Manager, weil wegen diesem ganzen komischen, frickeligen Audio habe ich jetzt einfach mein Headset von meinem alten Rechner, also mein altes Headset-System hier angeschlossen. Und ich muss sagen, es klingt besser als oben. Das ist verrückt. Irgendwas ist mit dem Audioeingang an meinem neuen Notebook anders. Da muss ich nochmal nachforschen. Aber egal, ich habe jetzt hier Audio, was auch stabil läuft. Und dann können wir ja loslegen, würde ich sagen. So, ich muss jetzt nochmal hier, fällt mir gerade ein, mein Beistelltisch. Plopp, da ist was umgekippt, das ist unwichtig. Mein Beistelltisch. Genau, weil heute gar kein Interface. Ich habe ja hier, das ist ja da, das quietscht ein bisschen, das ist ja das HMC660 irgendwas. Das ist ja das, wo man eigentlich, wenn man es an die meisten Interfaces anschließt, muss man ja mit einem Spannungsteiler, weil braucht irgendwie so eine komische Phantomspannung, aber weniger als die und so weiter und so fort. Und was das Schöne ist, das hat der Herr Stockmann mal rausgefunden, du kannst dieses Headset direkt in so ein, direkt auf Klinke in den Rechner rein. Fertig. Du brauchst kein Interface für dieses Headset. Das ist das Schöne daran. Das war vielleicht auch der Grund für die Konstruktion. Es ist ja irgendwie besonders, weshalb es an jedem anderen Interface ein bisschen Probleme macht. Aber der Vorteil ist, dass ja, einfach du brauchst einen Adapter von XLR auf Klinke und dann vielleicht noch einen von zwei Klinken auf eine Klinke, weil die meisten Rechner haben ja heute keine getrennten Eingänge mehr, sondern einen gemeinsamen. Also gerade die Notebooks haben meistens einen gemeinsamen Eingang, so einen Headset-Eingang halt. Ja, Netzbrummen am Interface, das kriegt man meistens weg, wenn man das Interface erdet. Das habe ich ja gemacht, wenn Ole und ich das gemacht haben. Dann haben wir es ja, hatte ich ja noch so ein Erdungskabel mir mal gebastelt. Aber es macht auch einen komischen Klang, wenn man es mit 48 Volt Phantomspeisung, also es brauchte Phantomspeisung, aber nicht 48, sondern 12 und 12 machen die wenigstens. Gut. So, jetzt muss ich hier wieder gucken. Hier sieht man wieder nicht genau, wo man was andocken muss, aber es geht. Der kommt. Wo habe ich denn? Der bin ich da. Ja, wie gesagt, am Behringer funktioniert es mit Spannungsteiler. Also, die hat Ole ja mal gelötet. In so kurze Patchkabel hat er so ein paar Widerstände eingelötet, also in die Stecker hat er ein paar Widerstände und dann funktionierten die am Behringer wunderbar. Und das ist ja auch das System, mit dem der Große arbeitet. Mein großer Sohn arbeitet ja mit dem Behringer und zwei Headsets. Und das hat bisher immer gut funktioniert. Vierer? Nein, viel zu groß. Ah, da sind die Viererachsen. Was, warum sagt keiner was? Hier, da spielt die Musik. Viererachse. Viererachse kommt. Achso, jetzt habe ich so viel geredet. Ja, es ist die Viererachse. Weil als Ole und ich damals angefangen haben mit Podcasten, mit dem Blathering, wir hatten ja erstmal beide wir hatten ja beide zufälligerweise das gleiche USB-Mikrofon. So ein Auna. Dann haben wir ja beide in unser Auna-Mikrofone gesprochen. Das haut nicht hin. Aber das war dann halt blöd. Dass ich noch was umbauen durfte. Ja, also wie gesagt, wir haben mit den Aunas, aber das war dann halt nervig, weil man dann immer so diszipliniert sein musste mit, ne?
Headset ist einfach viel, viel, viel bequemer. So, ne? Jetzt. Noch mehr Hülsen. Achso, Schlitze. Schlitze deckungsgleich. Ah. Wieder was vergessen. Schön symmetrisch. Das gefällt mir immer. Ich bin ein großer Freund der Symmetrie. Weil es mir manchmal auch das Gefühl gibt, nichts verkehrt gemacht zu haben. Zwei Stück. Ach, ach, ach. Jetzt bin ich gerade so hoch motiviert hier und jetzt will er von mir, dass ich zwei von diesen Dingern habe ich einen vielleicht woanders hingetan. Da. Die sehen sich aber auch. Es ist auch wirklich fiese, ne? Ja, wegen des inneren Monks. Die können sich zwar auch wieder wegdrehen, aber wie gesagt, bei Mold King und Kader sitzen die Sachen irgendwie fester auf den Pins. Das heißt, es lohnt sich, die Sachen in Position zu drehen. Das lohnt sich halt bei Lego nicht so. Bei Lego sind die Sachen so locker, dass die sich bei der ersten Berührung und hier, also ich habe die jetzt hier so nach unten und ich kann hier mit dem Finger rüber und die drehen nicht. Und ich behaupte mal, wäre das Lego-Technik, dann würden sich die sofort drehen. Deswegen lohnt sich das hier, den inneren Monk auszutoben. Bei Lego lohnt es sich halt nicht, weil es sich eh bei den leichtesten Berührungen wieder wegdreht. So, jetzt muss ich gucken. Also wahrscheinlich Spiegel verkehrt. Einer so rum, einer so rum. Nur rausfinden, welcher. Ja. So. Sollte das auch mal so hindrehen, wie in der Anleitung. Oh, gelbe Nemesis. Ich sage, wenn ich ein Teil hasse bei Lego Technik, dann sind das die. Ach, der war kooperativ. Rote Pins. So. Bin gespannt, ob ich heute den Abschnitt fertig schaffe, weil dann hätten wir ihn ja quasi bis auf die Ladefläche fertig. Hier. Jetzt habe ich jetzt so viele Achsen rausgeholt. Denkfehler. Denkfehler. Schwarz. So, jetzt drehen. Die sollen nach. Die App-Steuerung, nee, das habe ich noch nie ausprobiert. Wäre eigentlich auch mal eine Idee. Da wollte ich ja immer wissen, ob man bei einer App-Steuerung es schafft, sozusagen langsam zu fahren, also analog quasi. Man kann ja bei den anderen Fernbedienungen. Es sei denn, es wird mal die uralte Lego-Eisenbahn-Fernbedienung benutzt, kann man ja nicht sanft Gas geben. Es gibt ja nur 0 und 1. Und ich frage mich, ob man das mit der App kann oder ob die App sagt, das ist mir sowas von egal.
du kannst hier auch nur Vollgas geben. Das wäre der einzige Punkt, weshalb die App-Steuerung interessant wäre. Ob die quasi, ob so sozusagen von der Signalübertragung ist vorgesehenes halbe Kraft voraus. Weil das muss ja der Empfänger auch verstehen. Wenn der Empfänger nur 0 und 1 versteht, dann kann die App da ja auch nichts anderes machen. Ups. Ich war ja bei dem Schumi, den ich wieder verkauft habe, dem Formel 1-artigen. Da gab es ja nur eine App, die man sich als APK runterladen musste. Habe ich ja dann auch nur auf dem Gerät installiert, wo ich nicht, was nicht wichtig war, sozusagen. Viererachse. Also in der Bedienungsanleitung hier, also in der Bauanleitung, ist am Anfang halt ein QR-Code, den man scannen soll, um an die App ranzukommen, aber ich befürchte, die führt mich nicht zu irgendeiner App in irgendeinem Shop. Stimmt, die nur unter Android, genauso wie es die Bauanleitung ja nur als Android-App gab. Das war ja das besonders Blöde. Ja, und ich weiß halt nicht, wo der QR-Code mich hinführt, der in der Anleitung ist, ob der mich in einen App-Store führt oder ob der mich zu einer APK führt. Ah, so soll das. Weil wie gesagt, so eine APK aus unbekannter Quelle installieren, schwierig. Muss ja nicht sein. Stimmt. Bei Apple haben sie ja nicht die Möglichkeit, da einfach irgendwas sich so zu schnitzen. Das ist ja auch der Grund, warum das von Xiaomi nur für Android, weil da mussten sie sich dann nicht mit dem Apple Store rumärgern. Dafür, dass es eigentlich nur ein Dach ist, finde ich es wieder recht komplex. Du nicht? Du. Kommst von unten? Ich hätte gedacht, ich habe mir schon 4 Achsen rausgelegt. Und mal hoffen, dass sie sich nicht vergrößern. Aber wenn ich 1 habe, sind das... Ja, stimmt. Graue 2er Achsen habe ich auch noch. 5. Nee, du bist nicht 5. Ihr seid 5. Genau. Ihr seid 5. Sind das wieder die? Genau. Wieder die. Und 2er Liftarme. So, du gehst jetzt. Aha, da muss ich aufpassen, dass der Liftarm sich nicht verdrückt, der da hinten noch ist. Liftarm, komm her. Also es ist schon eine ziemlich komplizierte Geschichte hier. Mal sehen, wie die
wie die begründet ist. Oh, Flügelchen, Flügelchen. Oh. Okay. Flügelchen soll dahin zeigen. Davon habe ich nur zwei Stück. Einer Liftarm. Zweier Liftarm. Da hole ich schon mal. Oder, ach nee, das ist wahrscheinlich in der Mitte. Das ist nicht außen, deswegen nicht symmetrisch. Nein, so symmetrisch sind die Teile jetzt auch nicht, dass es völlig egal ist, wo ich was anbaue. Ich muss das echt so halten wie auf der Anleitung. So, und oben kommt der eine Liftarm und unten so. Und jetzt kommt der andere dran. Allein jetzt hier, ne, dieser Zweierliftarm, der ist fest, der ist wirklich, wirklich fest, obwohl er sich ja um den Pin herum drehen kann. Ne? Aber das hier ist es halt stabil. Oh, kleine weiße Stats. Ja, ich habe noch diese Woche die Nachricht bekommen von demjenigen, der den Volvo-Muldenkipper Lego gekauft hat für seinen Sohn. Da hatte ich noch einen kleinen Zweier-Liftarm gefunden beim Aufräumen und dachte so, der gehört bestimmt noch dazu. Und habe ich ihm das gesagt, meinte er, ja, wir können ja mal abwarten, ob der wirklich fehlt. Und ich dachte mir, der muss da fehlen. Und habe ich Briefumschlag geschickt, weil ich dachte mir, das ist ja ärgerlich. Dann, er sagte, sein Sohn baut den. Und das wäre ja ärgerlich, wenn der Sohn baut und irgendwann mittendrin hängt er quasi fest. Das wollte ich nun auch nicht. So, und jetzt kommt es hier. Ja, jetzt machen wir erstmal. Die kann ja schon mal in Position. Komme ich auch nicht in die Verlegenheit, die falschen. So, und jetzt? Ja, nicht, dass ich mich wieder vertue. Vertue. So, jetzt ist das Dach aber hier noch klappbar. Ah, die Bars. Die Kegel. Die Konen. Die Konen kommen auf die Bars. Das geht auch schon deutlich schwerer. So. Und ihr kommt hier durch. Wie weit? Ab bis zum Anschlag, bis es nicht mehr geht. Ja, super. Es war vielleicht keine so gute Idee, kurz vorm Bauen Fingernägel zu schneiden. Wichtige Werkzeuge. So, zwei Neuner. Wo habe ich denn Neuner? Yes. So, der geht jetzt von hier. Ja, merp, merp. Scheibenwischer. Ja, das. Also das Ding hier scheint nicht fixiert zu werden, aber das ist auch nicht so schlimm, weil ich sage ja, die Pins haben genug Haltekraft. Muss ich mir nur überlegen, welchen Winkel ich dafür realistisch halte. Und ob ich das Lenkrad vielleicht noch ein bisschen. Ja. Egal. So, was kommt jetzt? Ah, Vorbereitung Außenspiegel.
1, 2, achso, die Winkel brauche ich auch. Und zwei schwarze Pins. Ah, jetzt bin ich wieder zu voreilig. Jetzt habe ich wieder die Teile doppelt rausgeholt, aber ich bin mir sicher, dass ich sie zweimal brauche. Also ein Pin von unten. Ein Connector von der Seite. Die ganze Schose daran. Achso, jetzt bauen wir erstmal komplett wohl den einen Spiegel, so wie es aussieht. Das heißt, ich lege mir die Teile zurecht. Da ist was faul im Staate Dänemark. Aber gut. Vielleicht sollte ich doch aufhören. Nee, ist nicht für Minifiguren konzipiert. Das stimmt in dem Maßstab nicht. Ich weiß gar nicht, was wäre denn, wenn man jetzt von einer Körpergröße von 1,80 Meter, welchen Maßstab haben denn Minifiguren? So, Moment. Soll ich mir das hier von unten angucken? Okay. Interessant. Okay. Oh, jetzt kommt ein bisschen Kleidung. Und zwar ganz nach unten und das kann man jetzt nicht mehr so gut sehen. Warte mal, drei leer lassen. Eins, zwei, drei leer lassen. Und da quatschen wir jetzt. Nee, das ist zu viel. Das ist acht. Ich brauche nur sechs. Ah, das ist eine andere Aufhängung. 1 zu 30 und 1 zu 50. Ja, das ist natürlich viel Spielraum. Ich weiß jetzt, warum hier ein Teil verbaut wird, was auf der anderen Seite wohl nicht gebraucht wird, weil ich habe es nicht mehr. Weil hier ist der Spiegel, mit dem der Fahrer nochmal so nach unten, wo sich auf den Boden gucken kann. Ich muss mal kurz hier, ich bin der Meinung, das ist auch nur meine ganz bescheidene Meinung, dass irgendwie mein Schreibtisch, ups, ist auf, da aufgetaucht. So, wer ist denn hier für das Licht zuständig? Hallo? Oh, jetzt wird's, oder kann ich hier ein bisschen am ISO mal, oh, nee, hallo ISO. Gott, das war nicht der Plan. Kann ich hier, nee, ich glaube, ich habe hier schon mal versucht, Zahlen einzugeben. Das war irgendwie nicht so von Erfolg gekrönt. Nee, geht es auch ein bisschen in kleineren Schritten? Wäre das möglich? Wer hat das hier programmiert? Soll ich dir mal einen Kursus geben in UI-Gestaltung? Also ich klicke jetzt hier gerade auf so einem Up-Down-Regler rum. Ja. So ist, glaube ich, besser. Reagiert er noch auf Helligkeitsunterschiede? Nö, soll er ja auch nicht. Gut, wir waren stehen geblieben. Außenspiegel, allerdings Spezialaußenspiegel. Und zwar haben wir jetzt hier eine Fliese auf einer Inverted Plate. Wir haben einen blauen Pin, ein Liftarm und das Ganze kommt nämlich doch hier und das ist dann so ein Spiegel, der so, ne? Da kann der Fahrer sozusagen von da nach da nach da gucken. Und wie gesagt, das sieht so aus, als wenn es den Spiegel nur auf einer Seite gibt. Und jetzt kommt er aus. Die haben jetzt hier auch nicht irgendwie. Ich weiß gar nicht, habe ich die Aufkleber?
Es gibt Aufkleber. Ich weiß allerdings nicht, ob es Aufkleber gibt für den Spiegel oder so. Das finde ich auch immer ein bisschen. Es spiegelt sich ja doch nichts wirklich da drin. Oha. Ach, hier kommt ein Achter zum Einsatz. Nochmal vergleichen. Auf dieser Seite kommt ein Achter, weil auf der Seite würde es mit dem Spiegel kollidieren. Aber auf der anderen Seite haben wir genug Platz. Deswegen kommt da die Noppe auch ganz nach oben. Fliese, Fliese. Ne. Die soll eher unten abschließen. Genau. Ja. Also hier ist die Fliese nur bis da und hier ist sie bis oben. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Und jetzt bauen wir uns noch einen Außenspiegel zusammen. Fliese. Fliese, Fliese. Kommt. Ach nee, das ist bestimmt der Pin, der jetzt hier schon liegt. Wir bauen jetzt quasi das, was ich vorhin gebaut habe, nur rückwärts. So, und der kommt dann. Vielleicht hättet ihr mich das an... Oh, Vollprofis. Auf der anderen Seite haben sie mich erst den Spiegel anbauen lassen und dann die Fliese. Hier nicht, aber wenn man mal hier guckt, dann sieht man, ne, dass der natürlich an der Fliese nicht vorbeikommt. Also muss der erst angebaut werden und dann die Fliese. So, Pi mal Daumen. Gut, es in der Anleitung steht ganz zum Schluss erst, wo welcher Aufkleber hin soll. 1 zu 40 bei 1,70 Meter. Naja, dann wäre wahrscheinlich 1 zu 30, wenn man von 1,80, ich weiß nicht. Ich komme bei Maßstabsrechnung immer komplett durcheinander. So, die Fahrerkabine kommt erstmal wieder aus der... Weil jetzt bauen wir offensichtlich Seitengedöns. Und zwar fangen wir an mit einem 15er Liftarm. Ich befürchte, dass ich das jetzt hier zweimal bauen werde. 1, 2, 3 leer lassen. Oha. Wieder nicht auf die Details geguckt. Der geht nur so zwei von oben. Da muss ich jetzt auch wieder aufpassen. Einer kommt von der Seite, der kommt von der anderen Seite. Zwei leer lassen. Zwei leer lassen. Und der kommt auch von der anderen. So, achte ich jetzt auf die Pluszeichen. Ich glaube schon. Man weiß ja nie. Pluszeichen ausgerichtet. Ja, ich sehe schon, dass es gut war. So ein So. Und das sieht schon mal, wird schon mal interessant. Zwei Dreier. Ein großes, ein kleines L. Ein kleines, ein großes L. Und das kleine L. Oh, ein. Achso. Du zuerst. Pin da durch. Der schwarze. So. Der schwarze. Eine Viererachse. Kontrolle. Ah, du gehst
Ah, nee, lieber von der Seite. Und noch ein L, kleines L. Und zwei schwarze Pins von dieser Seite. Gott, oh Gott, oh Gott. Was für eine Strebe. Ah, schwarzer Rahmen, der sich dort und dort festhält. Dort und dort einen schwarzen Pin bekommt. Ein 7er in Gelb. 7. Der kommt hier oben und ein Nemesis-Teil von da. Gott. So. Und diese ganze Konstruktion kommt jetzt mit dem Rahmen. Ah, der Rahmen hält sich hier fest. Okay, da oben. Oh Gott, das ist wieder der, der, der und der. Das. Da steht noch was über. Nee, aber jetzt haben wir quasi hier hinterm Fahrersitz sitzt jetzt dieses Rechteck und hier sitzt diese Strebe. Bin ja gespannt, was hier noch türentechnisch passiert. Und wieso habe ich hier eine Plate angebaut? Mal schauen. So, jetzt bauen wir die ganze Chose nochmal. Das war mir ja klar. Same, same, but different. 1, 1, 2, 3. Der geht durch. Versuche hier mal gleich die Pins richtig reinzudrücken. Dann muss ich mir hinterher da keine Gedanken drüber machen. Muss ich immer drehen, solange es noch geht. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Der war da in der Mitte. Der kam unten von der Seite. Da baue ich den schon mal an, das weiß ich jetzt noch. Von eben. Bleib hier, blubber hin. Das habe ich jetzt eben schon gemacht, weil ich mich daran erinnert habe. So, kleines L, großes L, aber ich hole schon mal zwei kleine Ls und ein großes L, weil ich weiß, dass ich noch ein zweites kleines brauche. So, du kommst. So. Du kommst. So. Ach, ich ziehe den mal kurz, den ziehe ich kurz vor. Muss ich aufpassen, dass ich jetzt muss ich gleich wieder zwei Schritte zurückgehen, aber ich wollte das kurz erledigt haben. So, was muss ich noch machen? Hier muss noch ein schwarzer Pin von der Rückseite. Wo ist eigentlich die Achse? Ach, die Achse zeigt, wenn ich es angebaut habe, zeigt die Achse nach hinten. Ein Tick zu weit. So, hier brauche ich noch mal. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen. Ach, guck mal, den habe ich noch nicht. Hier kommst du drauf. Gut aus. Jetzt kommt es. Das letzte schwarze Rechteck. Achso. Achso. Jetzt habe ich
ich muss das Teil einfach so drehen, dass es wie auf der Abbildung ist. Sonst werde ich hier noch, muss ich mich nicht wundern, wenn ich mich nicht zurechtfinde. Und da und da ein schwarzer Pin. Der 7er Liftarm, das war der hier oben. Und da geht gleich der Pin rein. Genau. Ja, das geht doch wirklich immer. Der zweite geht doch wirklich immer schneller. So, einmal ein Blick von hinten. Alles schön symmetrisch. Ah, der ist noch nicht ganz drin. So. Ja. Doch. Hat was. 15er Schwarz habe ich einen tatsächlich hier rumschwören. Ach so, der geht jetzt hier hinten einmal. Ups. Einmal quer. Und noch ein paar blaue Pins. Der ist noch nicht ganz, aber Autschen. Jetzt bauen wir noch so einen komischen Rahmen. Interessanterweise mit sag doch mal, Noppen. Hier ist ein bisschen Unordnung entstanden. Das geht ja gar nicht. So, auf jeden Fall brauchen wir ein Fünfer. Zack. Hüps. Hey, ernsthaft? Ihr lasst mich das hier bauen, um dann erstmal was völlig anderes zu machen? Ach nee. Ach, man sollte auch richtig hingucken. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man die rote Linie. Das heißt, der sitzt einfach hier zwischen. Also habe ich ihn natürlich nicht sinnlos gebaut oder für später, sondern so. Ich gehe immer davon aus, dass Panels, aber hier oben auf dem Dach sind ja die Panels auch nicht direkt, ist ja auch ein Liftarm zwischen. Das heißt, es liegt ja nahe, dass zwischen den Panels auch wieder ein Liftarm ist. Rein so, ne? Von der Konstruktionslogik her. Ach, ach, ach. Neuner Liftarm. Gut, wenn das der falsche gewesen wäre, hätte ich das sofort gemerkt. So, jetzt liegen wir das wieder zur Seite. Und jetzt 11er. Ne, das sind 13er. 11er habe ich auch eine ganze Menge. Ich wundere mich, hier gehen ja von diesen Achspins gehen hier ja viele rein. Ja gut, ist aber logisch, durch die ganzen Konnektorengeschichten. So, da kommt jetzt ein blauer Pin. Und unten kommt ein schwarzer und dann auch zwei graue, die ich wieder ausrichten muss. Und ein entsprechender Pin. Schwarz. Schwarze Fliese. Schwarze Fliese. Ah, stoppt noch mehr. Konnektor. Oben kommt ein Konnektor und unten kommt ein Zweierliftarm drauf. Hä? Okay, wir nehmen eine Jumper Plate oder zwei, nehmen einen Connector und drücken die Jumper Plate in den Connector rein. Das ist ja, finde ich, immer wieder faszinierend, diese Kompatibilität von Noppe und Technik.
Also als sie Technik konzipiert haben, haben sie sich exakt an das Maß der Noppenwelt gehalten. Jetzt verliere ich ein bisschen sechs. Achso, hier geht es weiter. Also legen wir das erstmal auch zur Seite und nehmen uns ein 13. 13. Okay, da machen wir jetzt offensichtlich so ein ähnliches Spiel wie da drüben, weil die werden ja auch offensichtlich gleich zu einem zusammengesetzt. Wir müssen höllisch auf die Pluszeichen aufpassen. 1, 2, 3, zack. So, jetzt bin ich da. Also wir haben wieder. Okay, da kommt er hin. Der bleibt frei. Was bauen wir da an? Ein 7, ne? 7. Ist merkwürdig, weil der schlackert hier wieder rum, aber das ändert sich bestimmt gleich, so wie ich das hier kenne. Noch ein 7, ne? Und jetzt kommt erstmal die Hochzeit zwischen. Wieso kommt hier nichts hin? Na gut, vielleicht kommt da ja nachher was von außen durch. Das traue ich dem Set ja auch zu. Weil so ist es natürlich ein bisschen. Jetzt hatte ich wieder das zweimal überlesen. Na gut. Bauen wir es halt from scratch again. Seht ihr? Achso, den 13er kann ich ja gleich gebrauchen. Jetzt habe ich wieder einen 13er gegriffen, ich wusste. So. 11. Ja, es ist wirklich 11. Okay. Ja, ich habe wieder diese 2, ne? Da steht eine 2 mal, aber ich habe das geflissentlich wieder komplett ignoriert, dass das da steht. So, unten ein schwarzer Pin. Graue Pins. Schwarze Fliese. Der zeigt in die Richtung. Wo sind meine Jumper Plates? Da nicht, da ja. Da nicht, da ja. So, weiter blättern. Das war zur Seite legen. Jetzt kommt der 13. Jetzt mache ich erstmal lieber 1, 2, 3 Pin. Ein leer lassen. Zack. Zack. Ach, jetzt kam die Geschichte mit den beiden 7ern. 7er. Na, Blaupin. Da noch ein schwarzer Pin. Und die Hochzeit. Und die Hochzeit mit der Hochzeit. Jetzt muss ich nur gucken. Der ist so rum.
Ja, ich sehe schon. Ich hatte recht. Achso, hier kommt noch Flügelchen. Flügelchen. Habe ich jetzt zweimal den gleichen? Natürlich habe ich zweimal den gleichen. Habe ich jetzt dreimal den gleichen? Viermal den gleichen? Ey, das kann doch nicht sein. Da ist jetzt der Gegenläufer. So, und jetzt kommt doch bitte hoffentlich. Ach so, ja, wir können uns das einmal so angucken. Ich weiß noch nicht, von welcher Seite wir uns das angucken. Blau, schwarz, schwarz und so weiter und so fort. Naja, ist es eigentlich gar nicht so schwer, weil ich hatte ja schon gesagt, dass hier noch was lose ist. Mein Name ist Lose und ich kaufe hier ein. So, man kann sich ja auch denken, dass die Pins dahin kommen. Der dahin. Und jetzt geht hier nämlich diese Viererachse geht hier in den Konnektor. Und damit ist dann auch an der Stelle, wo ich sagte, hä, wieso ist da nichts? Jetzt ist da was. Ne, also die Viererachse geht quasi hier einmal so durch. Ja, schicki schick. Ganz schöner Oschi, ne? Tja. Aber ich glaube, wir sind noch lange nicht fertig. Doch. Oh. Ernsthaft? Habe ich hier war ja Genoppe, habe ich Genoppe abgerissen. So, wir hatten das ja gestern schon mal durchgespielt. Zum Glück habe ich ja den Fehler gestern entdeckt. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier mit den Kabeln und allem anderen Gedöns. So. Also wie das in der Praxis mit dem Hochklappen gehen soll, hier mit den ganzen Kabeln. Da müsste man die Kabel alle irgendwie mit, weiß nicht, Klebeband oder so fixieren, damit sie sich nicht mit dem in die Haare kriegen. Egal, wir wollen die Show. Fünferachse mit Stopper. Bist du das? Könnte ich einmal kurz die Anleitung haben? Ja, Fünferachse mit Stopper. Aber da kommt erstmal ein. Jeweils ein einer Liftarm. Und die Geschichte geht jetzt einmal hier durch. Zack, da ist es einmal durchgegangen. Schon richtig hindrehen. Zack. Eine Front. Und jetzt, solange ich hier das noch mit den Kabeln ordentlich im Griff habe, da reißt man sich den. Ey Leute, Theorie und Praxis. Man reißt sich den Akkublock, reißt man sich ab. Okay, das ist vielleicht ein. Ah, ich vermute mal, dass die hier noch angebaut werden. So als. Aber eigentlich soll ich jetzt erstmal schwarze Pins da reinhauen. Ach Leute, das ist doch alles. Ich äußere mich nicht dazu. Gut, ich soll schwarze Pins. Schwarze Pins mit Stopp neben. Okay, in dem Moment, wo ich. Ah, nee, alles gut. Alles gut. Ich dachte, diese schwarzen Pins, das wären quasi. Ich sehe das von der Seite gar nicht. Das Gefühl, ich komme mit dem Headset gegen das Modell. Ach, schwarzer Pin. Kein Erdbeben, ich bin nur gegen meine Kamera gestoßen, weil ich mich hier gerade. Nein, es hat alles keinen Zweck.
So. Und jetzt zeige ich euch das mal von dieser Seite. Na, hier ist der Motorblock, hier sind die Kabel und hier unten sind diese Rechte. Ne? Ihr seht, der fängt an zu wackeln. Ich muss ihn festhalten und ihn an den Kabeln vorbei. Und jetzt sieht man nämlich hier diese Liftarme. Und die sorgen dafür, dass er hier aufhört. Also wenn das Problem mit dem nicht wäre und seiner Verkabelung, ich kann die Kabel ja schlecht nach innen machen, kann ich das? Nee, ne, das haut mit der Polarität nicht hin. Also komme ich dann hier an die Knöpfe nicht mehr ran. Also das ist das einzige Problem, dass die Kabel hier, weil hier diese Rechtecke, die gehen halt hier saugend, schmatzend an den Kabeln vorbei. Da muss man höllisch aufpassen, wenn man jedes Mal, wenn man den aufklappt, müsste man hier den Akkublock festhalten und die Kabel aus dem Weg nehmen. Ja, gut. Aber wir haben die Hütte. So, was kommt denn jetzt? Jetzt kommt noch ein bisschen Deko. Dazu kommst du erstmal wieder zur Seite, weil du nimmst mir hier zu viel Platz weg. Konnektoren, bis der Arzt kommt. Eins, zwei, drei, vier. Was noch? Zwei gerade. Zwei, nee, vier geknickte. Haben wir alles. Acht kleine Achsen. Drei. Zwei, vier, sechs, acht Achsen und zwei Ass. Ah, die kommen da. Ach so, quasi als Blinker, als Seitenblinker. Gut, also wir fangen an mit einem, der ist senkrecht, der ist gerade, der ist geknickt. Der nächste ist wieder geknickt. Und zum Schluss sind wir wieder gerade. Ja, nicht so richtig. So. Stimmt, der zeigt nach oben. Zur Seite. Zur Seite. Zur Seite. Zur Seite. Und wo soll jetzt hier in den soll der Stud reingedrückt werden? Und da natürlich von der anderen Seite. Nun, wo wir die ganze Geschichte haben, stellt sich die Frage, wohin damit? Da und okay, hier sind zwei Pins. Okay, das ist sozusagen so Kotflügelverschnitt. Und quasi Seitenblinker. Ich zeige euch das mal. Ne? Hier ist der Blinker und das ist die Kotflügelimitation. Könnten einen zweiten Schreibtisch gebrauchen. Ja. Was denn nun? Ah, noch. Ah, jetzt, ja. Ich hatte ja gesagt, ich hatte da so Plates angebracht und wusste gar nicht wofür. So, habe ich jetzt mal zwei unterschiedliche. Ja, ich habe zwei unterschiedliche. So, der so ist, da kommen die Pins nach da. Und ein Sechser. So, und bei dem hier kommen die Pins nach da. Und auch ein Sechser.
Doch, schließt mit der Hinterkante ab. Das Gute ist, man kann das Set fast überall anfassen. Habe ich das Gefühl jedenfalls. So, und die stumpfe Seite zeigt nach vorne. Ja, genau. So, das ist spannende Geschichte, so mit Noppen an Technik. Jetzt komme ich hier in meine Maus nicht mehr ran. Ah, noch mehr Kleinkram. Also ein einer Brick mit Pinhole und zwei Schrägen. Wir bauen die Schräge. So. Es ist quasi die Fortsetzung von dem, was hier schon existiert. Ich bin gespannt, ob da noch eine Noppe von oben reinkommt. Ein Pin. Weil wenn nicht, dann hätten die auch einen normalen Brick nehmen können. Kabel für. So, was bauen wir denn jetzt? Was für ein Oschi. So, wir bauen jetzt eine Tür oder eine Verkleidung oder irgendwas. Es steht kein zweimal da wahrscheinlich, weil es eh nicht symmetrisch ist. Ein 7er Liftarm, ein 5er Liftarm, zwei schwarze. Achso. Und noch ein 7er im rechten Winkel. Jetzt sowas Ähnliches, wie wir eben hatten. Nur diesmal das gleiche in Gelb. Wo? Die habe ich hier. Davon brauche ich noch einen zweiten. Aber eins nach dem anderen. Nee, wir fangen mit dem Geraden an. Da kommt eine blaue. Graue. Jetzt der Knick. Okay. So, ein Flügel. Welcher Flügel ist das denn? Ist das der Flügel? Ja, es ist der Flügel. Nemesis in Gelb, Nemesis in Schwarz. Achso, da ist die Bauanleitung. Mit der Öffnung nach oben. Und zwei orange Studs, die hier von unten reingehen. Ist ja interessant. Achso, und die ganze Chose? Nee. Ah, da. Aha. Ich ahne schon, wo das hinkommt. Hier habe ich wieder nicht auf das Pluszeichen geachtet. Ein bisschen wieder zurück. Ups. Blau in die Ecke. Ja,
Blinker, genau, du sagst es. Also wir hatten ja schon da so seitlich Blinker, aber wir brauchen ja noch Eckenblinker. 7, 7, 2er-Liftarm. Das ist bestimmt wieder so der übliche Abstand. Du gehst von unten und von oben kommen wieder halbe Liftarme. Na. Und jetzt ist wieder, wenn wir mit Stopp. Der schnappt sich einen Dreierliftarm. Bringe hier wieder den Greenscreen komplett durcheinander. Knack, immer schön die Tischplatte benutzen. Gott, ist das. Siebener Liftarm. Schwarzer Pin. Okay. Plate kommt dahin und Plate modified. Das wird wahrscheinlich der Türgriff. Würde ich mal so schätzen. Ne? Haben wir hier einen Türgriff. Das ist fest, das ist fest. Die Achse könnte noch ein Hauch. Das darf ich gleich auch noch mal bauen. Aber das zweite Mal geht ja meistens doch schon etwas schneller. Jetzt darf ich mich selber nicht aus dem Konzept bringen. Dreierlift haben. Wir mauern uns quasi eine Tür. Achso, die beiden gehen ineinander. Gehen dann hier oben drauf. Zwei Zweierlift, eine Dreierachse, zwei Zweierliftarme und ein Flügel, da muss ich jetzt sehen, dass ich den richtig. Du bist der Falsche. Du bist der Richtige. So, und das kommt hier oben drauf. Ja. Hat was, ne? So, und das dachte ich mir, dass ihr beiden kommt jetzt dahin. So, ich nehme mal teil. Ich muss hier mal ein bisschen zur Seite räumen, damit er. So, weil hier sind zwei Pins und hier habe ich jetzt quasi zwei Pinholes. Und das würde doch eigentlich. Leute, ihr seid nicht ganz schussecht. Jetzt muss ich das da wieder würgen an den. Ah, warte mal, kann ich hier ein bisschen. Ich glaube, ich kann erstmal die mich um die beiden kümmern. Dann kann ich mich um den hier kümmern. Und zu guter Letzt um den. Weil die, wie soll ich das denn machen? Weil dieser Liftarm, wo diese zwei grauen. Jungs, wie soll ich die denn runterdrücken? Ah, am besten mit dem Daumen.
Erfolg und Siegerehrung. Wir haben eine Tür. Mit Türgriff sogar. So, Teile wieder an Start. Modell wieder weg. Und dasselbe nochmal. 7. Ich glaube, ich habe schon wieder was überblättert. Genau, hier geht es ja schon los. Nochmal das Gleiche. Das nenne ich mal eine Tür. So, das sind die grauen Pins, die ganz am Ende wieder nach unten gedrückt werden. Wo ist jetzt eigentlich? Ach, da ist der Blinker. Okay, neben den Brickbuild-Scheinwerfer. Da hätte man vielleicht sogar noch ein Stud mehr gönnen können. Oder eine Fliese. Also hier. Runde Fliese, natürlich. Gut, ich sollte mich aber nicht von dem ablenken, was ich eigentlich gerade baue. So, jetzt komm wieder. Du nicht, aber du. Dafür zwei von deiner Sorte. Einer davon, ein gerade, ein geknickter. Erster gerade. Da geht durch der blaue und der graue, dann kommt die Achse, dann kommt der Moment. Ich muss gucken, dass der Knick in die richtige Richtung geht. Knick geht in die richtige Richtung. So, Flügelgegenstück. Zum Glück gibt es da nur die beiden. Also warum sie den jetzt nicht gelb gemacht haben, bleibt auch deren Geheimnis. Also und die zwei Stats von unten. Na. Na super. Der hält nicht. Jetzt muss ich sehen, wie ich den wieder auseinanderkriege und andersrum und hoffe, dass der besser hält. Der hält besser. Okay. Hätte ich ein Problem gehabt. Da hätte ich wirklich im Worst Case hätte ich kleben müssen. So, das ist so und der kommt da drauf. Genau. Und du kommst nachher da am Scheinwerfer vorbei. Da freue ich mich schon wieder drauf. Gut, ein kleines L, das hier drauf kommt. Schwarz und blau. Dann kam die 7er Achse. Die bekam ein Weiher. Der von, jetzt muss ich da gucken, der hier von unten durch und von oben die halben Dreier. Halben Dreier. Jetzt kommt der Dreier-Liftarm von unten mit dem mit der Fünferachse. Tischplatte regelt. So, jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen. Jetzt kommt der nächste 7er mit Plates. Ne, falsch rum. Jetzt wieder richtig rumhalten müssen, so wie in der Anleitung. Und du gehst da, da, da drauf.
Wirelift-Arm hin. Dreierlift-Arm hin. Verbrüderung. Ja, muss schon im richtigen. Müssen schon beide dieselbe Ausrichtung haben, sonst klappt das hier nicht. So, Flügel ist jetzt wieder die Frage, habe ich jetzt den richtigen Flügel? Ja, es ist der richtige Flügel. Dreierachse, zwei Zweierliftarme. Und oben drauf. So, jetzt haben wir hier wieder den Spaß. Wir nehmen erstmal das alles aus dem Weg. Da drücken wir ein bisschen nach unten. So, jetzt habe ich wieder den Spaß mit diesem Liftarm. Ich sehe auch überhaupt nicht, wo die hin müssen. Das ist echt Drücken, blindes Drücken eigentlich. Pinsen runtergerückt. Oh, Reifen. Reifen. Ihr hört schon, ich bin durchaus vorbereitet. So, es wird laut. Das war, Karton A. Oh Gott, geht doch da rein, daneben nicht. So, mal ein bisschen sortieren. Felgen zu mir. Kleine Felgen. Große Felgen. Und das war in der Tüte für diesen Bauabschnitt noch diese Zahnräder. So, was nun? Also, man nehme ein Reifen, ein Felge. Normalerweise mache ich sowas schon vorher, aber diesmal habe ich mich nicht getraut wegen dieser Zwillingsreifen und ich wusste, wie das genau funktionieren soll hier mit den Zwillingsreifen. Ich dachte mir, bevor ich mich da nachher dumm und dämlich ärgere. So, und du sollst da außen drauf. Okay. Achso, das Ganze zweimal. Logen. Ich glaube, das wären die Vorderreifen. Laufrichtung gibt es hier nicht. Dreierachse. Kann ich so richtig erkennen, ob das die Seite oder die Seite sein soll. Was sehe denn besser aus? Ich brauche mal kurz ein Foto. Nachdenken. So, wir müssen hier einmal aus dem Vollbildmodus raus. Ich will einmal auf dem Foto sehen, wie rum das denn jetzt soll. Okay, es soll andersrum. Es soll andersrum und ich habe mir die Seitenzahl natürlich nicht gemerkt. Einmal mit Profis, das ist noch nicht.
Das ist schon Ladefläche. Ladefläche, 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 Ladefläche. Da sind wir doch wieder im Game. Wir gehen wieder in den Vollbildmodus. Zack. So, also es soll, wie ich es hier in der Hand habe, sozusagen mit der, ja, wie soll man sagen, mit der zerklüfteten Seite nach außen. So, zerklüftete Seite nach außen. Und die kommen jetzt links und rechts dran. Dafür muss ich mal die anderen Reifen ein bisschen auslagern. Ich nehme mich alles ein bisschen viel Platz weg. Das Gute ist, ich habe den Wagen hier so auf meinem Notebook und dadurch schwebt er so ein bisschen in der Luft. Das ist genau die perfekte Höhe. Ach ja, das ist wieder das Spiel mit den drei Pins gleichzeitig, die man ja nicht sieht und die sich auch noch bewegen können. Gut, das machen wir anders. Oh, ich habe hier irgendwann mal das. So, ihr seht immer noch nichts, aber ich sehe ein bisschen mehr als vorher. Vor allen Dingen kann ich jetzt von hinten hier gegenhalten. Kann ich mir von unten angucken. Ach du Kacke. Na, mir sieht ein bisschen knapp kalkuliert, es schuppert wie soll ich sagen, an dem Lenk. Hier ist dieser L-förmige. Ja, Leute, also das gibt komplett Abzüge in der B-Note. Der schuppert hier an dem L entlang. Ja, das Notebook, also es reicht ja nicht, dass das hier für das Stream zuständig ist. Ich weiß nicht, ob ich das hier Kabel. Hier. Das ist der L-Liftarm, der für die Lenkung zuständig ist. Und der ist wirklich hier saugend, schmatzend, läuft er an der am Gummi vom Reifen vorbei. Das ist, sagen wir so, abenteuerlich. Lassen wir mal so gelten. Wir bauen uns Zwillingsreifen. Ich glaube, das kommt gut hin vom Timing, weil es ist, glaube ich, jetzt kommen hier nur noch ein paar Akkustopper-Geschichten und so. Aber ich glaube, das ist, kommt perfekt hin mit dem Bauabschnitt. Kann mir hier jetzt noch ein. Es kommt immer noch nicht hin mit den 2, 4, 6, ach doch ja, 4, 4 Zwillingsreifen. Ach, ich werde es nie lernen. Also er sagt ja, das, was ich jetzt mache, soll ich viermal machen. Der ist immer noch nicht richtig drauf. Und auf den letzten Metern wird mir warm. Aber jetzt keine Lust mehr. Hier noch das, die Fließjacke auszuziehen. Ups. Mache ich ja doch schon. Ah, ich höre mal lieber auf. Wer weiß, wer weiß. Ach so. Jetzt kommen auch diese Unmengen von Achsen zum Einsatz. Also. Die Sechserachse
Von der anderen Seite kommen drei Achsen mit Stopp. Wenn ich die jetzt. Das muss ich ja auch viermal machen, sonst muss ich nachher wieder zurückblättern. Okay, also. Ich habe nicht ganz verstanden. Die jetzt andersrum. Gut, wir können sie zusammenbauen. Nee, das ist noch nicht so richtig eingerastet. Ja, die gelben Teile. Gut, hier sind noch auf meinem Tablet sind noch viele Liftarme und Panels, aber die gehen ja, verschwinden ja alle in der Ladefläche. Gut, dann nehmen wir jetzt einen davon. Einen Liftarm, ne, um den ein bisschen Nachdruck zu verleihen. So. Jetzt haben wir hier so ein ganzes Achsenbündel und da kommt jetzt. Stopp. Genau das soll nicht passieren und deswegen, genau deswegen stand der so. So, jetzt kommen nämlich noch ein paar dicke Achsstopper auf die 10. Die sorgen nicht für den nötigen Abstand. Und da kommt jetzt der drauf. Genau. Und dann sieht das nämlich so aus. Und die muss ich gleich. Oh Gott. Das wird lustig. Moment, gibt es da ein richtig und ein falsch beim Draufsetzen? Habe ich das jetzt beim ersten zufälligerweise richtig gemacht? Ja, es gibt ein richtig und ein falsch beim Draufsetzen. Es gibt ein richtig und ein falsch. Hätten Sie vielleicht auch noch mal irgendwie kennzeichnen können. Die Felgenstreben müssen nämlich deckungsgleich sein, damit auch die Löcher an den gleichen Stellen sind. Time flies and fruit flies.
Hummelkram. Lutsch. Das ist jetzt ein bisschen arg eintönig. So, was fehlt noch? Du fehlst noch. Gibt es da auch wieder? Habe ich jetzt beim letzten, bei allen es richtig gemacht und nur beim letzten falsch? Ja, offensichtlich. Offensichtlich gibt es da auch einen richtig und falsch und ich hatte 3 von 3 richtig. So, lass mich raten. Gut. Das heißt, wir haben jetzt das Vergnügen. So, jetzt muss ich gucken. Das sind ja auch noch Pendelachsen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo die Pins sind. So. So, aber jetzt sehe ich sogar was. Das ist wirklich immer schon so ein Akt, wenn man mit diesen 3-Pin-Aufnahmen arbeitet. Aber in diesem Fall, ja, wenn man, das ist gut, wenn man nicht sehen kann, ist fühlen keine Schande. Aber das ist doch mal, also ehrlich. Das ist doch mal eine Geschichte. Also auch wenn es einfach nur eine Pendelachse ist, trotzdem schon beeindruckend. Also ja. Das hat auch Stil. Und das hat so. Ne? Und das ist so, vorne ist er ja gefedert. Also vorne sind ja Federn. Die Federn vorne sorgen dafür, dass er immer wieder in die Waagerechte kommt. Ja, jetzt hat man schon eigentlich eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie das Ding fertig aussieht. Jetzt kommt hier nur noch die bescheidene Ladefläche oben drauf. Wir sind bei 1 Stunde 33 und ich muss ins Bett. Nein. So ganz so schlimm ist es nicht, aber ich bin da ja sehr diszipliniert. Ja, das war doch ganz, ganz lustig. Also dieses Fahrerhaus hier vorne mit den Türen, Spiegel. Wie gesagt, das mit dem nach vorne klappen ist in Anbetracht der Kabelgeschichte eher zweitrangig. Ich überlege, nee, man kann, die hatten auch nicht den Platz, den Empfänger woanders hinzupacken.
Weil hier kommt, ne, hier kommt die Mulde. Gut, ja, dann mache ich jetzt Feierabend. Irgendwann geht es hier weiter mit dem 6. Es kann jetzt ein bisschen dauern. Ich bin am Wochenende auf Achse, Montag ist Blathering, Dienstag vielleicht, ich weiß es nicht. Also das große Finale lässt noch etwas auf sich warten. Nichtsdestotrotz, bis dahin, macht's gut und ich muss vielleicht irgendwann auch mal mein Stream Deck aufwecken. Tschüss.